Ja, schönen guten Abend zusammen. Erstmal, ich bin etwas heiser, Entschuldigung. Glückwunsch an Marco Rose und den BVB zum Sieg. Ja, auch zu einem verdienten Sieg. Das ist klar. Aber auch Glückwunsch an meine Mannschaft für wirklich einen couragierten Auftritt, einen sehr disziplinierten Auftritt. Mein Empfinden ist, dass wir heute keine drei Tore schlechter waren als der BVB. Wir haben den BVB vor Aufgaben gestellt durch unsere Kompaktheit, hatten selbst gute Umschaltmomente. Auch finde ich von der Qualität der Chancen her war das gut. Ja, wir hätten sie vielleicht gerade die erste Situation in der ersten Hälfte noch ein bisschen besser ausspielen können mit Jamie Leveling und Cedric Itten. Aber das, ja, das war gut. Wirklich wütend bin ich über eine Szene im Spiel, ja, und zwar kurz vor der Halbzeit. Ja, für mich ist das eine ganz klare gelb-rote Karte. Es ist sicherlich hypothetisch jetzt zu sagen, okay, wir hätten das Spiel jetzt gedreht, aber in meinem Empfinden, so wie es heute war, hätten wir zumindest gute Chancen gehabt, dieses Spiel vielleicht noch in unsere Richtung zu drehen. Und das ist sehr, sehr bitter für meine Mannschaft, weil es nicht auch das erste Mal war, sondern es verfolgt uns ja durch die komplette Saison. Und ich da einfach schon Empfinden habe, dass in der einen oder anderen Situation vielleicht dann auch die Augen verschlossen werden. Und das ist für mich etwas, was nicht geht. Ja, auch ein klarer Eingriff in das Spielgeschehen ist. Und deswegen bin ich da schon sehr wütend drüber. Nochmal aber auch Glückwunsch an Marco und seine Mannschaft zum Sieg und Kompliment an meine Mannschaft für eine gute Leistung. Dankeschön. Doch Nico Gehlef hat nochmal die Hand gehoben. Nico, bitte. Jetzt hat heute ja dann eine gelbe Karte gegeben. Ihr wart heute zu Recht, denke ich, sauer auf die ein oder andere Entscheidung. Das zieht sich wie so ein roter Faden, das hast du selber schon gesagt. Habt ihr vielleicht zu lange auch den Mund gehalten? Also dann ist es jetzt heute einfach der Tropfen zu viel gewesen auf dem berühmten Stein, dass man einfach oder das Fass zum Überlaufen gebracht hat, um sich jetzt auch mal verbal zu wehren. Frage 1 und Frage 2. Der DFB ist ja da immer dann sehr gerne mit Strafen dabei. Fürchtet ihr da euch was? Oder ich meine, ihr fühlt euch im Recht, ist klar, aber möglicherweise kommt da ja dann was. Ich will jetzt nicht den schlechten Verlierer spielen. Ja, nochmal, der Sieg für den BVB geht in Ordnung. Ja, der ist auch verdient. Trotzdem sind es Entscheidungen, die für uns brutal sind. Ja, und die kannst du auch auf Dauer nicht so hinnehmen. Und du musst dich auch mal wehren, auch als kleine Spielvereinigung Greuther Fürth. Und in dem Rahmen werden wir das tun. Wenn dann eine Strafe kommen sollte, dann werde ich diese Strafe auch bezahlen und ich hoffe, das wird aber dann auch für einen guten